Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Bergisch Land. Ich bin es 19 mit dem Daniel, mit dem Jürgi. Hallo. 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 Jetzt in einer kleinen Pause hat Jürgi gerade den weiteren, oder den, glaube ich, letzten Anhänger, den wir hatten, verkauft. Das heißt, wir haben nach Ernteverkauf den Stand von 187.000 Euro. Was sehr, sehr gut ist. Wir bräuchten geplanterweise 100.000 für den neuen Traktor, für den weiteren Eicher. Und den Rest lassen wir uns einfach mal liegen. Mal gucken, was sich ergibt. Dark ist jetzt, ne, noch nicht mal runter, das Zeug, weil es ist wieder am Düngen hier. Oder Kalken? Kalken, ne? Düngen, okay. So, wie machen wir das? Ja, da war noch Dünger drin. Ja. Beeil mich. So, jetzt drehen wir hier mal. So, letzte Bahn hier auf dem Feld. Dann haben wir das auch geschafft. So. Zap, 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 zap. So, ich habe jetzt mal die Karte aufgemacht. War denn die 68 nicht Besitz von Paul und etc.? Oder täusche ich mich? 68? Das? Nee. Nee, okay, täusche ich mich vielleicht. Steht meist drauf. Holt euch die Frucht. Nein, hier ist nichts mehr. Sag mal. Alles voll. Was? Irgendwas stimmt mit deinem Spiel nicht. Ja. Sollte es beenden. La, la, la. Ist euch auch so warm? Nö. Nö. Oh. 22 Grad. Schön. Oh mein Gott. Aha, was denn da? Jetzt kommt wieder wahrscheinlich das Phänomen, ich fahre ran und es wird von grün auf gelb, hoffentlich. Warte, wir machen jetzt mal ganz kurz was. Mache ich normalerweise nicht, aber das ist wahrscheinlich für die Zuschauer jetzt ein bisschen angenehmer. Ich fliege einfach mal drüber über das Feld. Dann sollte es nachsünden. So. Perfekt. Der Flug steht auch schon bereit. Der ist schon unterwegs, habe ich gehört. Achso, hast du ihn hingestellt? Ja. Also, hingestellt, ja. Du bist gleich deine müde, nämlich erst. Ah ja. Ja, der Flug und der... Das, was Jürgen gerade fährt, der Name fällt mir gerade nicht ein, danke. Bonnymuck. Bonnymuck.
geht eigentlich nicht ganz so gut, hat Maria gesagt. Deswegen wollten wir nochmal Echern haben. Ja. Haben wir jetzt noch Arbeit für Jörgi? Weil sonst können wir. Jörgi, sonst kannst du Grubern fahren, wenn du möchtest. Ich hätte gesagt, fliegen mit einem zweiten. Achso, das kannst du. Ja, klar. Das kann. Go, go, give him. Könntest du auch dann tatsächlich einmal prüfen, ob das mit der Flug und der Seemaschine tatsächlich funktioniert? Wurde ja ein paar Mal geschrieben. Ja, der hat ja 6 Meter, stimmt. Mhm. Ja, wenn du Kalk draufgehauen hast, kann ich das gerne machen. Ich sehe das. Ist er dabei. Zu spät, Ataki, oder was? Nö. Nö. Nö, ich hab gedüngt, jetzt werfe ich Kalk drauf. Ja, dann hol doch schon mal den zweiten Eicher, Jörgi. Ja, mach ich sofort. Dann haben wir das dann schon mal vom Tisch. Ich gebe uns jetzt mal selber... Wie soll ich das jetzt formulieren? Ich glaube, dass wir bis 12, also bis 14 Uhr, sagen wir mal bis 14 Uhr in-game, glaube ich, sind wir wieder fertig mit allem, was wir zu tun haben hier. Speziell jetzt mit dem weiteren Traktor sind wir natürlich noch eine Spur schneller. Also ich denke, bis 14 Uhr sind wir wieder fertig. Jetzt, wo ich weiß, dass keine Kollision mehr im Zaun ist, habe ich gar nicht mehr so viel Angst vor. Ich gar nicht. Na gut. So, hier ist gar kein Zaun mehr, glaube ich, ne? Oh, warte. Das Feld hier größer? Gute Frage. 53? Ne, ich bin jetzt einmal rumgefahren und bin gerade, also ich bin jetzt schön voll geworden, ne, mit einmal rumfahren. War beim anderen Feld nicht so. Ja, weiß ich nicht. Oh nein. Da kommt da schon der neue Trakteur. Also der neue, alte, ne? Wir haben jetzt praktisch zweimal den gleichen. Ah, ich hoffe, dass er unser Leben sehr stark erleichtern wird, aber ich glaube ja. Beim haben wir dann wieder 3 Fahrzeuge. Ja. Plus den Drescher. Das ist korrekt. Oh, oh.
So, was machen denn eigentlich unsere Kollegen? Gucken wir mal rein. Boxer wird wieder mal wahrscheinlich mähen, wie ich ihn kenne. Uwe ist auf der 5. Marc ist immer am Holzmachen, ne? Ist unglaublich. Ron macht eine Mission tatsächlich. Okay, krass. Simon macht auch eine Mission. Okay. Die haben wohl nicht so viel zu tun. Krass, hätte ich mir nicht gedacht. Haben wir denn nichts auf der 64 drauf? Bei mir wird die gar nicht. Bei mir blinkt die gar nicht und nix. Da wächst Mais. Wird nicht aber schon älterreif. Wird nicht angezeigt bei mir. Also 64. 64, ja. Muss ich mal kurz hingucken. Mal kurz hinhüpfen. Das sieht interessant aus, Jörgen. Ja, vor allem die Farbkombi, ne? Farbkombi ist super, ja. Im Wachstum haben wir hier Mais drauf. 100% gedüngt, sehr gut. So lobe ich mir das. Wie geht das denn? Bin ausgestiegen, mein Drescher fährt weiter. Trotz ja aktiv gehabt. Oi. Ist aber nicht schön, wenn du mit 80 Sachen da irgendwo lang fährst und dann das passiert. Ich glaub dir das, Celi, ne? Aber sowas würde ich nie machen. Nee, überhaupt nicht. Nein. Also das breite Schneidwerk war schon eine richtig gute Idee da, das muss ich einfach so sagen. Es freut mich zu hören. Weil mit dem Kleinen da rumpimmeln, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, überleg mal, du hast dir jetzt jede dritte Bahn gespart. Deswegen sage ich, ne? Und das ist jetzt die dritte Folge, wo ich am Dreschen bin. Kannst du ausrechnen. Willst du damit sagen, dass du was anderes machen möchtest? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Aber nur wenn man so rechnet, dann würde ich wahrscheinlich dementsprechend mehr brauchen, weil ich die nötige Schneidwerksbreite nicht hätte, wenn wir das Schneidwerk nicht hätten. So, jetzt habe ich viele Hatten verwendet. Ja. Nee, macht Bock, muss ich sagen. Macht wirklich Bock. Wer fährt denn da drüben? Wer ist das? Ein wildes Paul fährt hier rum. Dass die alle so viel mit Balden machen, ne? Das ist echt krass. Ja, das Server freut sich auch drüber. Ja, ja. Wobei, ich könnte es nicht jammern, muss ich gestehen. Also, bei mir läuft es richtig gut. Ja, jetzt gerade hat es ein bisschen... Nein. Hatte eine Taste, welche war denn das? Oh nee, das war's nicht. Sieht nicht gut aus hier irgendwie. Ja? Lügst und machst direkt die zweite Düngerstufe an und siehst an. Ja. Produktiv ist er. Gut, ich denke, dass wir heute in der 16 Uhr Folge nochmal ein bisschen dreschen werden und dann sind wir auch durch mit dem Thema. Sehr, sehr gut. Dann haben wir wieder mal alles im Haus, wenn man so sagen darf.
für den Moment sind wir erstmal fertig, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.